Und damit willkommen zurück bei New Super Mario Bros. Wii. Wir gehen ins nächste Level 7-5 und ich hoffe, dieser Part wird auch nicht so geplagt von fehlenden Starcoins. Das kann doch nicht sein, in jedem Part fehlt mindestens eine Starcoin. Oh nein, ich hasse dieses Level. Nein! Diese Wolken sind nämlich verdammt mies. Oh, da unten ist schon die Starcoin, okay. Ja, das ist nämlich doch mal ein schönes Geschenk, oder? Zu dem Anfang erstmal eine schöne Starcoin einsammeln. Dann kann dieser Part ja nur geil werden, oder? Ja, das denke ich doch auch. Und hoffe ich auch, denn ich mag nicht mehr. Ich mag nicht mehr diese Starcoins ganz zum Schluss suchen. Nein, ich will einfach alle auf einem Weg finden. Und das kann ja nicht so schwer sein. Das kann nicht schwer sein und soll auch nicht schwer sein. Aber diese Wolken sind wirklich ganz fies. Denn egal, wo sie sind, sie produzieren jedes Mal Wolken und somit behindern sie unsere Sicht. Und was soll das hier werden? Okay. Ist vielleicht da oben irgendeine Starcoin oder so? Nicht? Und was sollte dann diese Wolkenbarrikade hier? Sollte wahrscheinlich nur zum Spaß. Oh Gott, ein Goomba! Ja, den hätte ich jetzt fast nicht gesehen. Aber die Wolken kann man auch töten, Gott sei Dank. Also einfach draufspringen und dann wird es auf jeden Fall was werden. So, was haben wir hier? Feuerblume. Ich denke, ich bleib bei meinem Propellerpilz und das war eine richtig gute Entscheidung. Aber schaffe ich das überhaupt? Könnte auch natürlich möglich sein, dass hier irgendwo ein P-Switch rumgeistert. Was haben wir da hinten drin? Ach, siehe da, ein P-Switch. Haha, habe ich doch gesagt. Okay, den aktivieren wir mal und dann können wir uns auch ohne Probleme die Starcoin holen. Geil, oder? So, und ihr Wolken, verzieht euch jetzt mal, weil ihr geht mir nämlich tierisch auf den Keks. Zum Glück haben wir nicht die Feuerblume genommen. Denn ansonsten wäre es richtig tricky gewesen, da irgendwie halbwegs gut durchzukommen. Oh Gott. Ach komm, hey. Ach, hinter der Wolke ist, glaube ich, was, oder? Ja, yeah, letzte Starcoin, perfekt. Ja, warum nicht immer so? Und da ist das Ziel. Da ist das Ziel, geil. Und dafür gibt es noch ein One-Up. Wir haben jetzt für das Level, ja, knapp 2 Minuten gebraucht. Das heißt, das Level war uts einfach. Endlich mal ein Level, was auch einfach zu lösen ist. Oder wie seht ihr das? Ja, da sind wir auch mal ganz stolz drauf, dass uns sowas auch mal begegnen durfte. Perfekt, dieses Level wird beendet und dann gehen wir in 7-6. Und das befindet sich auf der anderen Seite. Wir haben durch den Secret Exit im Castle 7-6 freischalten können und da gehen wir jetzt mal rein. Was ist 7-6? Mir fehlt noch ein Level, was wir noch nicht hatten. Und genau das ist es. Ach du Scheiße. Also hier geht's wirklich nur darum, irgendwie auf Käfern zu landen. Jetzt komme ich an das Ding nicht mehr ran. Komm schon, komm schon. Ja. Hier geht's wirklich nur um die Käfer. Dass wir auf denen landen, denn auf denen können wir auch fliegen. Und ich weiß... Ach, da ist ein Yoshi. Geil. Und ich weiß, die kleinen von diesen Käfern steigen nach oben und diese dicken... Nein, Yoshi, Yoshi! Ja, gut. Nein, Yoshi! Okay. Und wie komme ich jetzt weiter? Und es ist auch noch ein Scrolling-Level. Das ist ja gerade noch das Schlimme dazu. Also, wie gesagt. Die kleinen fliegenden... Ich weiß gar nicht, was das sind? Käfer? Oder was soll das darstellen? Die kleinen steigen nach oben, wenn man auf ihnen landet. Und die großen, dicken, die fliegen nach unten. Das mal so als Tipp. So, jetzt steig hoch, komm. Komm, steig hoch. Die Starcoins waren hier auch sehr schwer zu finden. Wirklich sehr schwer. Und jetzt muss halt auf jeden Fall alles passen. Also das Timing muss auf jeden Fall sitzen. Die erste Starcoin habe ich ja schon gesehen. Und ich glaube, die letzte Starcoin war so schwierig, dass man die irgendwie erwischt. So. Auf da. Nein! Oh mein, was mache ich denn, hey? Yoshi hat mir wahrscheinlich jetzt den Arsch gerettet. Aber gut, Yoshi ist in dem Fall nicht mehr. So. Ich brauche jetzt aber einen großen... Ja, da hinten. Komm. Ah, nicht ganz, nicht ganz, nicht ganz. Was machst du, Käfer? Komm, ich will die Starcoin. Yeah. So, und du bringst mich jetzt wieder nach oben. Perfekt. Und dafür gab es sogar ein One-Up. Alles klar. Ja, hätte ich jetzt eigentlich nicht gedacht. Aber gut. Wenn es dafür ein One-Up gab, dann bin ich da sehr glücklich drum. Und ich glaube, ich sollte mich einfach mal drehen in der Luft. Denn ansonsten verschwinden ja die Wolken nicht. Ein Propellerpilz wird mir natürlich viel besser tun. Aber so wie es aussieht nicht. Und da hinten ist eine Starcoin. Die will ich natürlich haben. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Yes. Und da hoch. Perfekt. So, die letzte
Starcoin, ich weiß doch ganz genau, wo die ist. Ich weiß es noch ganz genau. Die wird jetzt nämlich richtig schwierig. Ich glaube, das Level ist auch schon fast vorbei. Ja, noch nicht ganz, noch nicht ganz. Aber wir werden es gleich sehen. Ich sag euch dann, wenn hier das Ende kommt. Man sieht es auf jeden Fall gleich. Und da ist Timing das A und O. So, jetzt bloß Vorsicht. Ich muss halt eben bloß schauen, dass ich wieder auf irgendjemanden draufkomme. Genau, und jetzt. So. Jetzt geht es wirklich absolut um Timing. Wir brauchen den letzten von dieser Reihe. Denn da unten ist die Starcoin. Und davor erwischen wir sie überhaupt nicht. So, so und so. Jetzt geh runter, geh runter. Komm, komm, wir brauchen die Starcoin. Wir wollen sie haben. Und perfekt. So, jetzt müssen wir auf den hier drauf. Ja. Genau, so. Dann hier, 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 hier. Und perfekt. Perfekt. Was ist oben? Kann ich mich jetzt gar nicht mehr daran erinnern, dass oben auch noch eine Röhre war. Aber gut, vielleicht bringt die uns... Ja, die bringt uns nur zu einem One-Up, okay. Ich habe schon gedacht, gibt es da noch ein Secret Exit? Aber das hätte ich ja gewusst. Aber Gott sei Dank, wir haben auch dieses Level ohne Strapazen bestanden. Ja, danke. Danke, allmächtiger Luigi. Denn Luigi ist ja der Gott von Super Mario Brothers. Und somit können wir auch jetzt darunter. Hö? Ach, wir können auch von hinten ins Castle? Okay. Ja, demnach wird da wahrscheinlich noch eine Starcoin sein. Aber wir gehen erstmal den klassischen Weg. Einfach von vorne. Ja, wir besuchen Ludwig wieder. Wir haben jetzt an seine Tür geklopft und treten ein in sein hervorragendes Castle. Und jetzt bin ich gespannt. Oh nein. Es sind Dornensäulen und die gehen natürlich wieder ab wie Schmidts Katze. Das ist ja klar. Jetzt komm schon, wo muss ich überhaupt hin? Muss ich nach links oder rechts oder... Ja, das war ja klar. Es gibt bestimmt wieder eine Eisblume, so wie immer. Also ich denke, in jedem Castle gibt es eine Eisblume. Was für einen Grund das auch immer hat. Aber die Entwickler fanden es wahrscheinlich gut, immer Eisblumen zu verteilen. Und ich denke, hier könnte auch irgendwas sein, oder? Oder nicht? Ah, da oben ist auf jeden Fall eine Starcoin. Und ich brauche hier den... Mein Buddy brauche ich da. Denn ansonsten komme ich da nicht hoch. Und das wäre die erste Starcoin. Perfekt, ey. Geil. So, komm, stirb. Ja gut, die können ja nicht sterben. Außer natürlich ein Twomp oder sowas landet auf denen. Oh Gott. Das war jetzt sowas von knapp. Mhm, alles klar. Komm, Eisblume. Ja. So, ich riskiere jetzt, glaube ich, lieber nichts mehr zu viel. Denn das Riskieren hat mich schon so einiges gekostet. So. Aha. Dickerchen. Stirb! Perfekt. Ja, die Hammerbruder da oben, hey, die machen mir das Leben auch nicht leichter. Weg da. So, aber hier könnte auch irgendwas sein, oder? Oder nicht? Oh Gott! Ich war zu früh. Ich war einfach zu früh. Nee, da ist nichts. Okay. Aber die muss sich hier irgendwo in der Nähe befinden. Ich kann es spüren. Ich kann es spüren. So. Was gibt's? Was war da? Oh Gott! Ach du Kacke! Und ich wollte gerade sagen, was war das? Vielleicht war das eine Röhre oder so. Aber nichts! Na, es war einfach nur eine Dornsäule. Oh Gott, das war knapp. Das Castle ist richtig schwierig. Also für Weicheier ist dieses Castle auf jeden Fall nicht geeignet. Oh Gott. Wie komme ich denn da weiter? Runter? Okay, ich habe mich jetzt mal geduckt mit dem Versuch, dass mir nichts passiert. Und mir ist auch gar nichts passiert. Aber irgendwie ist immer noch keine Starcoin in Sicht. Ah, doch, da! Ach, das war die dritte. Nein! Nein! Aber gut, vielleicht gibt es ja noch vom Hintereingang. Vielleicht gibt es ja da noch eine Starcoin. Kann alles möglich sein. Man weiß es natürlich nie. So, runter. Alles voll mit Dornensäulen. Das ist ja brutal. Also die Entwickler müssen da ordentlich was geraucht haben. In dem Augenblick... Und ich sollte hier, glaube ich, lieber nicht wieder zu viel riskieren. Jetzt kommt schon Vereis. Sehr schön. Danke. Ja gut, okay, dann, wenn das so ist, gehen wir mal ins Castle rein. Und diese Erkältung macht mich einfach nur fertig. Kennt ihr das, wenn ihr husten müsst? Es kratzt im Hals wie extrem. Aber ihr wollt euch das einfach verkneifen. Aber es geht nicht. Irgendwann funktioniert es einfach nicht mehr. So, Kamek und Ludwig. Jetzt geht's ab.
Was ist deine Spezialfähigkeit nach Kamex, seinem Zauber des Wahnsinns? Alles klar. Ja, genau, als ob. Als ob. Ja, und jetzt? Okay, also er bleibt nur auf einer Plattform. Und jetzt? Okay, das war knapp und zweiter Treffer. Sehr schön. Das Husten macht mich fertig. Ich muss mich hier konzentrieren. Ich habe keine Zeit für Huster. Ja, Ludwig, hör auf, komm. Und nimm das. Und das war's für dich. Geil. Und dafür gibt's natürlich auch einen Schlüssel. Wir sind die Nummer 1. 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 Wir sind die Nummer 1 und kein anderer. Hey. Ich muss jetzt aber trotzdem zurück. Ich brauche nämlich noch eine Starcoin, Mario. Och man. Aber wir sind zumindest schon mal in Welt 8 angekommen. Okay, aber wir gehen nochmal in Welt 7. Denn uns fehlt ja noch eine Starcoin. Und ich glaube, ich weiß, wo sie ist. Ich glaub's. Normalerweise müsste es jetzt vom Hintereingang her noch eine Starcoin geben. Aber da muss ich wieder gegen Ludwig kämpfen. Aber egal, komm, wir probieren's mal. Und schauen wir mal, wo wir da rauskommen. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich echt gespannt. Normalerweise müsste sich da die zweite Starcoin befinden. Wenn es nicht so ist, schneide ich es natürlich rein. Okay. Das war alles? Alles klar. Nee, dann komme ich bloß da raus. Okay, gut, dann, ja, dann bringe ich mich um. Komm. Ich bringe mich einfach um. Ich schneide es euch dann am Ende rein, wo sich die zweite Starcoin befunden hat. Weil die will ich jetzt nicht nochmal suchen gehen. Okay, komm. Komm, dann lauf nach rechts. Hallo? Geht es so gar nicht? Ja, dann gehe ich halt so rein. Habe ich damit überhaupt kein Problem. Und dir wahrscheinlich auch nicht. Okay, dann starten wir in 8-1. Mit der legendären Lava-Welt. Oh je, oh je. Das wird ein Riesenspaß. Garantiert. Ach so, und es geht auch schon super los. Wir werden gleich attackiert von irgendwelchen Kometen oder Feuerbällen oder Asche von Vulkan. Was auch immer das darstellen soll. Wir müssen uns auf jeden Fall hier aus dem Staub machen. Bevor wir erwischt werden. Und ich denke, wir brauchen irgendwann diese Feuerbälle dazu. Ja klar, jetzt geh halt weg, Lava. Ich wollte gerade sagen, also... Also bitte. So, okay. Ja, also es nähern sich wieder welche und da ist eine Feuerblume, da ist eine Feuerblume. Yes, Sir. Ah, es werden immer mehr und mehr. Oh je. Kommt von hinten eigentlich Lava? Oder warum kommen da die Wolken? Finde ich jetzt echt uncool. Lava, verschwinde! Warum gab es hier noch keine Starcoin? Hier gab es ja irgendwie noch gar nichts, oder? Wir haben irgendwie noch gar nichts gefunden. Seltsam. Aber da ist eine Starcoin. Und zwar tatsächlich erst die erste. Wow. Hätte ich jetzt eigentlich gar nicht gedacht. Oh Gott. Ist echt anstrengend, weil dann ist man gerade wirklich da drin in seinem Fight mit der Lava. Und dann kommt man plötzlich auch gar nicht mehr weiter. Und das finde ich absolut uncool. Also das, wenn irgendwas meinen Weg behindert, das packe ich ja gar nicht. Was ist da drin? Eine Feuerblume, okay. Oh Gott! Was? Die Feuerblume hat das Ding jetzt zum Sinken gebracht? Dein Ernst? Die ist vielleicht... ein Hundertstel so schwer wie ich? Wenn nicht sogar mehr? Okay, muss ich jetzt nicht verstehen. Muss ich nicht und will ich auch nicht. Nee, da fehlt es mir irgendwie... Ja, klar. Genau. Danke, dass ich jetzt keinen Pilz gekriegt habe. Du hast mir den Tag echt verschönert. So. Jetzt. Den Powerblock nehmen wir, glaube ich, mal lieber mit. Kann ja nicht schaden. Wenn wir ihn mal hier einsetzen. Und genau da ist die Starcoin. Yes, Sir! Gut, dass ich ihn mitgenommen habe. Weil das haben wir ja schon hinter uns. Okay. Jetzt darüber. Augen und Ohren offen halten. Ja. Oh Gott, ist das hier... Dein Ernst? Na, komm, ich hätte es fast geschafft. Komm, schneller, 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 schneller. Komm, jetzt geh runter, Lava. Perfekt. Komm, ich will da hoch, ich will da hoch. Ich wäre da sowieso, glaube ich, nicht weitergekommen, oder? Oder das war natürlich ein Fehler, kann natürlich auch sein.
Ja, das war natürlich ein Fehler, ist klar. Ist ja logisch, gell, man, ja. Wer will denn schon alle drei Starcoins haben? Wer will das? Wer braucht das? Niemand braucht das, ja. Das Spiel, will eigentlich nur durchgespielt werden und fertig. Man soll hier nichts erkunden, man soll hier nichts machen. Nee. Mhm. Ach komm, die Blöße gebe ich mir jetzt nicht. Die Blöße gebe ich mir jetzt nicht. Nein, ich gehe jetzt da nochmal rein. Ich gehe da nochmal rein und mach das. Ich will jetzt die dritte Starcoin finden. Und die muss da ganz zum Schluss sein. Wo wir jetzt eben durch die Röhre gegangen sind. Ja, ja, geht ja schon wieder gut los. Finde ich aber echt, Nein! Was soll das? Finde ich aber ein extrem schönes Level. Wobei man Lava eigentlich nie so gut programmieren kann, aber hier... Doch, sagt mir auf jeden Fall zu. Die Musik finde ich auch düster für ein, wie soll ich sagen, für ein Lava-Level. Finde ich sie düster genug, doch. Hätte ich jetzt schon behauptet. Also passt eigentlich alles. Ist so eigentlich fast klassische Bowser-Musik und das wäre jetzt fast schief gegangen. Ja, als ob. Nur weil ich da jetzt nicht warten wollte. Mhm. Ist klar. Komm, gib mir einen Pilz. Ja, danke. So, jetzt verschwindet ihr Lava-Brocken. Ah, jetzt muss ich schon wieder warten. Komm ein bisschen schneller. Wieso gibt's eigentlich, wieso sprudelt die Lava hier eigentlich auf? Das möchte ich wirklich gerne mal wissen. Denn der Vulkan ist ja hinten. Normalerweise sprudelt die Lava vom Vulkan aus und nicht aus dem Boden. Also hätte ich jetzt mal behauptet. So, Checkpoint nochmal erreicht. So, und jetzt kommen gleich rüber. Gleich rüber. Da ist nichts drin, okay. Jetzt kommt wahrscheinlich die Stelle, wo ich vorher so gesackt habe, wo ich verloren habe. Komm, schneller, schneller. Perfekt. Nimm das Ding. Ja, alles klar. So. Powerblock nehmen wir mal lieber mit zur Sicherheit. Man kann ja nie wissen, was hier so passiert. So. Und durch. Ja, gar nicht erst lange stehen bleiben. Denn vielleicht passiert ja dann das Unmögliche. Und es kommen gleich zwei große Lava-Brocken auf einmal. Oder jetzt bin ich schon wieder an der gleichen Stelle. Ja, könnte eng werden. Könnte eng werden. Aber ich habe es geschafft. Ohne den Treffer. Und wieso verfolgt mich der Rauch? Ich habe da so ein ganz ungutes Gefühl. Und ich will auch jetzt überhaupt nicht sehen, an was das liegt. So, könnt ihr das bitte killen da? Ja, da ist die Starcoin. Ich hab's vermutet. Ich hab's vermutet. Oh Gott, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, schneller. Schneller, schneller. Und greift die Starcoin. Yes! Und raus hier. Bloß weg, bloß weg. Einfach nur Horror. Einfach nur Horror, dieses Level. Und wenn ich das jetzt schon zu dem sag, wie wird denn dann das nächste Level? Oder überhaupt die ganze Welt? Werden wir hier sowas von scheitern? Oder wird es vielleicht noch einen kleinen Ausweg geben? Aus diesem Spektakel. Ja. Das und viel mehr sehen wir dann im nächsten Part in 8-2. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal.